TV. Also wir befinden uns jetzt genau vor dem Green mitten in Finkelheim. Und da findet viermal im Jahr die Splash-Veranstaltung statt. Und was da abgeht, schauen wir uns jetzt an. Andi, was sagst du eigentlich als Betriebsleiter hier zu dieser Splash-Veranstaltung? Ja, wir machen das Splash eben viermal im Jahr. Funktioniert ganz gut, wir haben es heute zum zweiten Mal. Haben das eigentlich beim ersten Mal schon relativ gut angenommen worden. Heute war es natürlich ein Wahnsinn, ziemlich voll, und wir werden das also weiterführen. Wir machen das viermal im Jahr als ein Hausevent. Das ist einfach die Mischung dazu zu dem anderen, und das passt eigentlich super. Wer ist eigentlich fürs nächste Splash schon geplant? Nächstes Splash haben wir am 22. Juni, da haben wir in Ivan Fellini und Tom Buckley in Merlin Miles, ja, habe ich gehört. Michael Sullivan ist auch immer dabei. Es gibt ja nicht nur das Splash, Screen gibt es ja schon lange. Also wie lange gibt es eigentlich schon Screen und was macht ihr jetzt noch? Screen existiert jetzt seit 1972 und wir versuchen eben, dass wir in jeder Richtung Events starten. Eben was für Ältere, wir machen Ü31 Partys, wir machen Hausevents. Und sind im Versuch, dass wir wirklich jede Gästeschicht zufriedenstellen und auch ansprechen. Ja, aber die stellen ja zufrieden, wie man jetzt sieht zurzeit. Es funktioniert eigentlich ganz gut, ja. Das passt. Ja, bin zufrieden. Mr. Rodriguez ist in der Haus. René, du bist das erste Mal hier im Go-In. Was sagst du eigentlich zur Splash-Veranstaltung? Was sagst du eigentlich zum Go-In hier in Winkelheim? Ehrlich gesagt habe ich am Anfang ein bisschen Bauchschmerzen. Ich hatte hier Go-In Winkelheim. Aber dann habe ich mir das Line-Up angesehen, Splash. Und einfach wirklich geile DJs dabei. Und es ist eine eigene Veranstaltung in dieser Location, die nochmal ein ganz anderes Programm hat. Sigi, ich spreche in mein Mikrofon und du sprichst in deines. Ehrlich, ich muss dir natürlich sagen, du hast das falsche Mikrofon. Ja? Ich weiß. Also Sigi, deswegen, ich spreche in meins und du sprichst in deins. Und was sagst du eigentlich dazu? Das erste Mal hier, was sagst du zur ganzen Location? Also erstmal muss ich sagen, Dankeschön an dich, Merlin, für das geile Booking, vor allem mit René zusammen und mit dir. Und ja, die Bude ist richtig geil und richtig verschärft. Die Leute hier wissen, wie man feiert. Andrea, du bist ja schon jahrelanger Stammgast hier im Go-In. Was macht für dich das Go-In eigentlich so einzigartig? Einfach die Leute sind super, die Musik, es ist einfach eine klasse Stimmung und da kommt einfach alles zusammen. Desiree, du bist heute zum zweiten Mal im Go-In. Warum findest du eigentlich die Splash-Veranstaltungen so geil? Ja, verschiedene DJs, abwechslungsreiche Musik, einfach ein Wahnsinn, wie die Leute feiern. Ja, ich kann nur sagen, das nächste Mal vorbeikommen, Martin. 22. Juni ist soweit, das nächste Mal. Ja. Bist du dabei? Natürlich. Passt. Also ich bin heute zum ersten Mal hier und was überrascht, weil vorhin immer so eigentlich im Abstellkreis stehen, aber die Stimmung ist ganz lässig, bleibt sich gut drauf und eigentlich so möchtest du dich ja schon. Nina, du heiratest ja. Warum machst du genau dein Polterer hier im Go-In? Warum genau hier im Go-In? Weil ich von da bin und weil die Menschen haben mich daher verzahnt. Aber auch weil es geil ist, oder? Sicher, sicher. Nur wegen dem. Genau. Nur wegen dem, was ihr da seid. Die nächste Splash-Veranstaltung findet statt am 22. Juni. Mit dabei sind Mike O'Sullivan, Merlin Miles, DJ Riva Elegance, Tom Buckley und Ivan Fellini. Wir sehen uns!